Hallo Leute, ich bin Feya und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Frauenmythen. Da ich selbst eine Frau bin und ich euch einfach das Thema mal vorstellen wollte. Wir gucken mal, welche dieser Mythen zu mir passen. So, Mythos 1. Frauen lästern. Jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel die Frauen nach einem Date, geschweige denn, wenn die Mädchen nach einem Date einfach weggehen. Also sich verabschieden und so weiter. Und man selbst denkt halt so, ja, das Date ist scheiße gelaufen. Jeder Junge kennt dieses Gefühl. Und natürlich gibt es Frauen, die dann halt darüber lästern. Bei mir stimmt das Klischee allerdings nicht, weil ich lästere eigentlich eher ungern. So, Mythos 2. Frauen können kein Fußball. Bei diesem Mythos muss ich sagen, dieser Mythos stimmt meinerseits nicht. Also, jetzt in der Mehrheit, sag ich jetzt mal. Weil in meiner Klasse gibt es viele Mädchen, die können super Fußball spielen. Ich gehöre nicht dazu. Weil Fußball einfach nicht so ganz mein Sport ist. Dafür spiele ich gut Basketball. Mythos 3. Frauen sind sensibel und romantisch. Bei diesem Mythos muss ich sagen, der stimmt bei mir auf jeden Fall. Weil, ganz ehrlich, sensibel ist fast jede Frau, muss ich sagen. Gibt natürlich auch Ausnahmen und romantisch, glaube ich, mag es eigentlich jede Frau. Also, ja. Mythos 4. Frauen sind technisch unbegabt. Nein. Wir Frauen haben auch recht viel Ahnung von Technik. Also jeder, der an diesen Mythos glaubt, der tut mir echt leid. So, Mythos 5. Frauen können nicht einpacken. Natürlich gibt es Frauen, die wahrscheinlich sogar sehr gut einpacken können, aber bei mir stimmt zu 100%, aber wirklich zu 100% dieser Mythos. Ich kann nicht packen. Ich kann einfach nicht packen. Nein. So, Mythos Nummer. Warte, welche Nummer sind wir denn? Ich bin gerade rausgekommen. Ach, egal. Frauen brauchen lange im Bad. Ja, klar. Wir Frauen brauchen lange im Bad. Weil wir uns aufstylen wollen, weil wir uns schminken wollen, weil wir sonst was machen wollen, Haare machen müssen. Wir haben auch längere Haare als die meisten Jungs. Natürlich brauchen wir lange im Bad, aber es gibt auch Jungs, die tatsächlich ziemlich lange im Bad brauchen, weil sie ihre Haare gelen, dann sieht das scheiße aus, dann müssen sie es neu gelen, dann sieht das noch schlimmer aus, dann müssen sie es nochmal neu. Ihr alle kennt das. So, nächster Mythos. Frauen suchen ewig in ihren Handtaschen. Ich muss allerdings sagen, ich selber habe nie Handtaschen dabei, es sei denn, ich muss zur Schule gehen. Ansonsten laufe ich immer ohne Handtaschen rum. Durch meine Freundinnen kenne ich das allerdings auch so, dass sie wirklich immer Handtaschen sind, dabei haben und ja, da ist auch ziemlich viel drin, was eigentlich nicht dazugehören müsste. Also, warum nehmt ihr eure Schminke mit? Warum? Da ist ein komplettes Badezimmer drin. Nee, ich verstehe es nicht. So, nächster Mythos. Frauen haben immer kalte Füße. Ja. Ich muss sagen, das stimmt. Ich habe wirklich immer kalte Füße, auch wenn es in meinem Zimmer irgendwie 30 Grad drin warm sein sollte, weil sich das Zimmer aufheizt. Ich bin mitten auf der Sonnenseite. Aber ich habe trotzdem kalte Füße und kalte Hände. Und zum letzten Mythos. Frauen haben keinen Orientierungssinn. Auch hier muss ich sagen, dass
das auf meiner Seite nicht stimmt, weil ich habe eigentlich einen guten Orientierungssinn und auch meine Familie, also jetzt meine Mutter und meine Schwestern und Freundinnen, haben wirklich einen recht guten Orientierungssinn. Natürlich wird es hier auch Leute geben, die keinen Orientierungssinn haben, aber auch Männer. Es gibt auch Männer, die keinen Orientierungssinn haben. Ich bin schon öfters mit Freunden in die komplett falsche Richtung eingestiegen, weil die der Meinung waren, das ist der richtige Zug, den Zug müssen wir nehmen. Und ich habe gesagt, nein, diesen Zug müssen wir nicht nehmen. Und die letzte Weisheit meines Videos, Leute, lesen hilft. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und somit schließe ich dieses Video und wir sehen uns im nächsten. Abonnieren nicht vergessen.